Ryder, schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Wir haben den Nexus erreicht. Sie dient der gesamten Andromeda-Initiative als Anlaufstelle. Die Archen der Asari, Salarianer und Turianer müssten ebenfalls dort sein. Hoffentlich hatten Sie mehr Glück. Starten unseren Landeanflug. Sie ist beinahe so groß wie die Citadel. Nexus-Kontrolle, hier Arche Hyperion. Wir bitten um Andock-Erlaubnis. Captain, ich bekomme nur Ihren automatischen Anflugkanal rein. Niemand antwortet. Wie auch immer, wir sind hier. Bringen Sie uns rein. Die Arbeiten sollten inzwischen abgeschlossen sein. Geht doch noch. Echt? Habitat 7 gescheitert, vielleicht Krieg mit den ersten Aliens, die wir treffen, und unser Pathfinder ist tot. Alle Anzeigen grün. Andockung eingeleitet. Das war's. Wir sind da. Viel Glück, Pathfinder. Alles okay bei Ihnen, Ryder? Wir haben die Netze. Der Captain hat mich gerade Pathfinder genannt. Das hier passiert wirklich. Atmen Sie einfach tief durch. Ich kann noch immer nicht glauben, dass mein Vater tot ist. Dieser Moment hätte ihm gehören sollen. Aber jetzt gehört er ihm. Es ist Ihre Entscheidung, was Sie daraus machen. Und wo soll ich anfangen? Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich bereit bin. Ich habe Sie gerade auf den neuesten. Wir waren auch nicht bereit dafür, auf Habitat 7 vom Himmel zu fallen. Trotzdem haben wir es überlebt. Ja, und wir haben sogar was daraus gelernt. Man sollte immer ein Jetpack griffbereit haben. Okay, Leute, das ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Informiert eure Teams, dass die Andock-Prozedur begonnen hat. Wir haben 20.000 schlafende Kolonisten und müssen wissen, wo wir sie unterbringen, bevor der Wecker klingelt. Sobald wir die Freigabe der Nexus haben, fangen wir an, die Leute aus der Star. Krankenstation, wir brauchen ein Status-Update. Ich freue mich darauf, diesmal ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Die Nexus hat eine Rumpfbesatzung. Gerade stark genug, um den Bau der Station abzuschließen und den Archen eine sichere Anlaufstelle zu bieten. Das heißt, wir können anfangen, unsere Leute aufzuwecken. Sie haben doch hoffentlich auch eine Bar gebaut, oder? Wir brauchen schließlich Champagner für die Begrüßungsparty. Sie rechnen mit einer Party? Naja, nach allem, was wir durchgemacht haben, könnte ich definitiv was zu trinken gebrauchen. Das gilt wohl für uns alle. Ja, es war eine harte Tour bisher. Wir rappeln uns wieder auf. Wir brauchen einfach nur was Vernünftiges zu essen und eine Dusche. Ich sehe hier nirgends Champagner. Wo sind die ganzen Leute? Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Alles ist wie ausgestorben. Ja, wenn das hier eine Überraschungsparty ist, haben sie sich echt Mühe gegeben. Wir könnten rausfinden, was die VI zu sagen hat. Die Pflanzen sind noch am Leben. Es wirkt, als hätten sie diesen Ort nie fertiggestellt. Hallo? Hier müssten eigentlich massenhaft Leute sein. Wenn
Willkommen auf der Nexus, dem Tor nach Andromeda. Ich bin Avina, eine virtuelle Intelligenz, die Ihnen bei der Immigration helfen soll. Können Sie uns sagen, wo die Begrüßungsparty stattfindet? Es tut mir leid. Mein Code beschränkt sich auf Auskünfte und einfache Interaktionssimulationen. Wählen Sie bitte aus folgenden vorprogrammierten Antworten. Wo lassen sich die Kolonisten nieder? Sobald der Immigrationsprozess durchgeführt wurde, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter dabei, sich für die Heimatwelt Ihrer Träume zu entscheiden. Reizt Sie das tropische Paradies auf Habitat 7? Die sanften Hügellandschaften auf Habitat 3? Oder vielleicht die mystische Dämmerung auf Habitat 5? Wofür Sie sich auch entscheiden, unsere Pathfinder haben sämtliche Kolonialwelten begutachtet, um Ihre Sicherheit und Ihr Wohlergehen zu gewährleisten. Uff. Habitat 7? Da sind wir doch gelandet. Ihre Informationen sind total veraltet. Wie läuft der Immigrationsprozess ab? Wir bitten Sie, sich einer kurzen Untersuchung zu unterziehen, um sicherzugehen, dass Sie Ihre lange Reise gesundheitlich gut überstanden haben. Anschließend werden Ihnen unsere Kolonisierungsexperten dabei helfen, eine neue Heimat zu finden. Denken Sie bitte auch an die anderen Wartenden. Tausende Kolonisten wie Sie sehnen sich danach, ihr neues Leben in Andromeda zu beginnen. Und wo sind die alle? Dieser Ort ist wie ausgestorben. Was können Sie mir über die Andromeda-Galaxie sagen? Andromeda liegt mehr als 2 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Keine Lebensform aus unserem Heimatsystem ist je so weit gereist, was sie zu einem wahren Pionier macht. Die Nexus selbst befindet sich in einer Region, die als Helios-Cluster bekannt ist. Hier werden sie gemeinsam mit tausenden anderen Kolonisten ihre Träume von einer neuen Heimat wahrmachen. Ihr Schicksal erwartet sie. Was ist die Nexus? Die Nexus dient als zentrale Koordinationsstelle für die Kolonisierungsbestrebungen der Andromeda-Initiative. Sie ist der erste Anlaufpunkt für alle Kolonisten, die diese neue Galaxie erreichen. Bitte genießen Sie die zahlreichen Möglichkeiten auf der Nexus. Die Station wird weiter wachsen und den Kolonisten eines Tages als Regierungssitz dienen. Unser Ziel ist es, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand zu gewährleisten. Danach sieht es aber nicht aus. Welches Jahr haben wir? Wir befinden uns im Jahr 2819. Nach über 600 Jahren in der Stase ist es normal, wenn Sie sich nach der Ankunft desorientiert oder verwirrt fühlen. Unser medizinisches Personal hilft Ihnen gerne dabei, mögliche körperliche oder mentale Nachwirkungen zu überwinden. Nun, zumindest mit dem Datum liegt sie richtig. Also, wo sind die ganzen Leute? Das wäre alles. Es war mir ein Vergnügen. Wenden Sie sich bitte an unser Immigrationspersonal, um weitere Hilfe zu erhalten. Und willkommen in Andromeda, Ihrer neuen Heimat, in der kein Stern heller strahlt als Sie. Die aktuelle Wartezeit bei der Immigrationsabwicklung beträgt... Unbekannter Fehler. Okay, das war echt hilfreich. Da ist jemand. Vielleicht hat er ja Champagner dabei. Hallo. Wir sind von der Arche Hyperion und fragen uns, wo alle hin sind. Hat er Sie gehört? Sagten Sie von einer Arche? Ja, wir sind gerade angekommen. Und nebenbei, Ihre VI könnte ein Update vertragen. Aber... wir dachten, sie wären alle tot. Was? Oder gefangen. Oder im Orkusnebel verschollen, oder... aber sie sind hier. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel uns das bedeutet. Ich fasse es nicht. Tyrann Kandros, ich befehlige unsere Miliz auf der Nexus. Ich bin Sarah Ryder, das sind Cora Harper und Liam Costa. Sie sind Teil des Pathfinder-Teams. Entschuldigen Sie bitte. Unsere Sensoren haben eine Arche gemeldet, aber Helios stört ständig die Gerätschaften. Wir dachten an eine weitere Fehlfunktion.
Ich habe ein Schiff voller Menschen, das belegt, dass wir tatsächlich hier sind. Natürlich, es ist nur... Ihre Arche ist die erste hier. Wir haben ein Jahr lang auf die anderen gewartet und dann diesen Bereich geschlossen und die Suche eingestellt. Sie sitzen schon ein ganzes Jahr fest? Länger. Ich erzähl's Ihnen auf dem Weg zur Zentrale. Alles, was an unserem Plan schiefgehen konnte, ist auch schiefgegangen. Wir sind vor 14 Monaten hier angekommen und direkt auf eine Wolke dunkler Energie gestoßen, die uns vom Kurs abbrachte. Ja, die kennen wir. Dann werden Sie auch verstehen, warum wir sie die Geißel nennen. Wir haben mehrere Bereiche der Station verloren. Es gab zahllose Tote. Wir hatten keinen Strom, keine Lebensmittel. Monatelang herrschte nichts als Chaos. Letzten Endes kam es zu einem bewaffneten Aufstand. Als die Ordnung wiederhergestellt war, wurden die Rebellen verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ist jetzt wieder alles unter Kontrolle? Nicht mal annähernd. Aber vielleicht liegt das Schlimmste ja hinter uns. Schließlich sind Sie jetzt hier. Keine Nachricht von den anderen Pathfindern? Keine Nachricht von irgendjemandem. Drohungen seitens der Einheimischen? Wir haben uns bisher versteckt gehalten. Wir sind nicht in der Verfassung, einen Angriff zurückzuschlagen. Auf Habitat... Wir sind da. Gehen Sie schon mal vor. Ich überprüfe die Sicherheitslage. Sie sollten wissen, dass einige unserer Anführer gestorben sind. Wir versuchen, sie so gut es geht zu ersetzen. Ist es wahr? Es hieß, wir sollten uns sofort zum Dienst melden. Und niemand hat überhaupt noch mit einer Arche gerechnet. Sämtliche Andockprozesse sind im grünen Bereich. Bereithalten für Einspeisung der Hyperion-Energie. Die Crew der Hyperion. Viel Glück. Ich bin Jaren Tan, Direktor der Initiative. Sie können sich nicht vorstellen, wie froh wir über Ihre Ankunft sind. Nicht so froh wie wir. Nach so einer Reise tut es gut, ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Hungrige Gesichter. Wir sind dankbar für alles, was Sie entbehren können. Das ist Foster Edison. Sie leitet die Kolonialverwaltung. Wo ist Ihr Pathfinder? Steht vor Ihnen. Sie sind nicht Alec Ryder. Mein Vater ist tot. Ich bin seine Nachfolgerin. Alec ist tot? Sie müssen verstehen, die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Und wir haben nichts von den anderen Archen gehört. Was ist mit Ihnen? Wissen wir nicht und unsere Vorräte sind fast erschöpft. Wir haben sie schon rationiert, aber lange halten wir nicht mehr durch. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Und wir können sie erst wecken... Wenn sie einen Ort zum Leben haben. Eine goldene Welt. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Und jetzt sind Sie es, Ryder. Sind Sie dem gewachsen? Sonst hätte mich mein Vater nicht ausgewählt. Er wusste, was es heißt, ein Pathfinder zu sein. Er wird nur leider nicht eingreifen können, falls Sie versagen. So behandelt man doch keinen Gast. Ich bin Nagmor Cash, die Leiterin dieser Station. Ich hoffe, Sie haben sie nicht bereits verschreckt. Es ist nichts Persönliches.